Dankeschön. Dankeschön. Das war ein Stück, was ich extra für diesen Tag und dieses Event heute hier geschrieben habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, euch berührt, abgelenkt und entführt für einen Moment in eine andere Welt. Wenn ihr das irgendwann später in eurem beruflichen Alltag nochmal wiederhören würdet, kann das ganz anders sein. Vielleicht habt ihr gar nicht richtig Zeit zuzuhören. Oder aber die Musik versetzt euch in diese entspannte Situation von heute und zaubert ein Lächeln in euer Gesicht. Also, das sind friedliche, positive Momente im Hier und Jetzt der Gegenwart. Ein besonderer Moment. Und das ist es, wofür ich Musik schreibe und auch natürlich Musik live spiele. Klavierspielen habe ich mit 7 Jahren begonnen und mit 14 wechselte ich mit dem Klavierlehrer auch das Genre. Ich hatte nicht nur Klassikunterricht, sondern auch Jazz, Rock, Pop. Und das war die Rhythmik, diese Klarheit und dieser besondere Klang von Stücken wie zum Beispiel von Chico Rea, die mich für Jazzmusik geweckt haben. Ich hatte nebenbei auch Kirchenorgelunterricht, viele Auftritte in kleinen Besetzungen und spielte in einer Tanzband. Für das Jazzklavierstudium kam ich dann nach Dresden und hatte eigentlich vor, danach noch etwas Richtiges zu studieren. Ja, dazu kam es nicht mehr. Und nicht nur, dass ich viel spiele, nein, ich unterrichte jetzt auch noch. Und das war wirklich nicht der Plan. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das schönste Vollzeithobby, was man sich vorstellen kann. Diese magischen Momente, die passieren natürlich nicht nur im Jazz. Das ist keine Frage von Genre oder Stil. Ob wir eine Cellosonate von Brahms hören oder an einem Jazzkonzert sitzen. Es geht vielmehr darum, dass die Musiker ganz ehrlich spielen, so als würden sie das Stück das allererste Mal spielen. Immer wieder etwas Neues entdecken, voller Energie und gespannt auf das, was passieren kann. Wenn ich Musik höre, muss ich das Gefühl haben, atmen zu können. Das heißt, die Melodien sollten für den Zuhörer Pausen lassen zum Luftholen. Und das ist etwas, was ich versuche zu beachten, wenn ich selber auch Musik schreibe. Das kann man gut mit unserer Sprache vergleichen. Wenn hier oben ein Redner ohne Punkt und Komma und ziemlich schnell durchreden würde, wäre das schwer für euch zu folgen. Und außerdem kann man sich sehr schnell versprechen. Das könnte jetzt so klingen. Mit Pausen geht das natürlich viel besser zu folgen. Diese kleinen Melodiestückchen, die durch die Pausen entstehen, kann man Motiv nennen. Und ein Motiv aus meinem Stück eben war zum Beispiel dieses gewesen. Für den Wiedererkennungseffekt ist es gut, wenn man so ein Motiv wiederholt. Dabei muss es nicht genauso klingen. Es kann auch zum Beispiel ein anderes Ende haben. Wenn wir eine Frage stellen, geht unsere Stimmlage am Ende nach oben. Habt ihr das schon einmal bemerkt? Oder Aussagesatz mit einem Punkt nach unten, unsere Stimmlage, ne? Neben den Motiven ist aber auch die Struktur ganz wichtig. Wenn ich ein neues Stück ausprobiere, stellt sich ziemlich bald nach den ersten Takten Melodien mit Akkordsymbolen die Frage nach der Form, der Struktur. Wiederhole ich diesen Teil noch einmal oder füge ich gleich einen sogenannten B-Teil ein? Manchmal habe ich das auch schon vorher komplett im Kopf. Jazzmusik ist für mich die Sprache mit der größten Freiheit. Sie live zu spielen, ist wirklich eine spannende Herausforderung mit einem unendlichen Vokabular und scheinbar unendlichen Möglichkeiten an Improvisation. Das Besondere ist, dass wir so wenig vorgegeben haben. Wir arbeiten meistens mit Melodielinien, wo Akkordsymbole oben drüber stehen. Und zum Beispiel haben wir für diese Akkorde mehrere Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, sie zu interpretieren. Wir arbeiten weniger mit einfachen Dreiklängen wie diesem. Das war jetzt ein F-Dur-Dreiklang. Wir nutzen sehr viel zusätzliche Töne, die dann auch diesen speziellen Klang vom Jazz ausmachen. Der gleiche
Akkord F-Dur kann auch so klingen. Neben dem Vokabular für Akkorde gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten an Vokabular für die Improvisation über Melodien und Akkorde. Und genauso lässt uns diese Akkordlinie mit den Akkorden auch die Freiheit, überhaupt das Stück zu interpretieren. Spielen wir es langsam, spielen wir es schnell, wird es swingig oder spielen wir es als Bossa Nova? Das führe ich euch mit meinem Stück gleich nochmal vor. So wird aus diesem Liedsheet, wie wir dieses Gebilde nennen, also Melodielinie mit Akkord, wird Musik von 3, 5, 10 Minuten und länger. Und das ist doch faszinierend. Spannend ist auch das Zusammenspiel mit anderen Musikern, weil jeder bringt seine eigenen Interpretationen mit, sein Lieblingsvokabular. So weiß man nie, was aus diesem Liedsheet, diesem Grundgerüst entsteht. Man hört zu, man sagt seine eigenen Ideen, und man reagiert. Und mit etwas Glück schaffen wir zusammen einen magischen Moment, der nirgendwo in den Noten steht, den man so nicht planen kann und der sich auch nicht wiederholen lässt.